Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Luigi's Mansion 3. Wir nehmen mal unseren kleinen Toadfreund wieder mit und gehen noch einmal hier nach links. Denn wir wollen mal schauen, ob wir es schaffen, den diesmal vielleicht nicht zu killen, den kleinen Knirps. Würde ich mich jedenfalls drüber freuen. Ah! Aha! Jetzt erinnere ich mich. Hier entlang, Luigi. Der Weg sollte zum Ausgang führen. Na, wird er wieder entführt? Ja, natürlich wird er entführt. Davon ist er. Ah, der Geist. Kann ich den denn pömpeln? Kann man den pömpeln? Das geht's doch gar nicht. Den kann man... Doch, man kann den pömpeln. Schau mal einen an, man kann den pömpeln, den Geist. Und damit können wir ihn auch einfangen. Warum hat er denn so wenig HP? Hä? Der hatte nur 14 HP. Das verstehe ich gerade nicht so ganz. Ist das nicht ein bisschen wenig für so einen Geist? Tja... Sehr mysteriös, mal wieder alles, was hier bei Luigi's Mansion passiert. Die Frage ist jetzt natürlich, was machen wir jetzt? Und vor allen Dingen, kann uns der Toad bei irgendwas hier helfen? Was ist denn zum Beispiel mit der Wand da hinten? Wir hatten hier einmal das Problem, dass wir die Wände hier nicht kaputt machen konnten. Kann man das vielleicht mit dem Toad machen? Ja, damit kann man die Wand einreißen. Sehr schön. Na, das ist doch mal lohnenswert. Direkt ordentlich Asche abgestaubt. Oh, der kleine Toad tanzt auch. Na, magst du nochmal tanzen? Nö. Jetzt, wo wir zugucken, will er nicht mehr. Na komm, dann gehen wir mal direkt in den nächsten Raum. Ich glaube, diesen Raum hier haben wir auch noch nie gesehen ohne Wasser. Kann das sein? Oh, ein Luftballon. Sehr schön. Ich denke mal, ich muss den Toad wahrscheinlich auch gegen die Wand schießen hier vorne. Ja, schau mal einer an, das sah doch gut aus. Was machen wir denn mit dem Luftballon? Ah, man kann den ansaugen. Kann ich da mit Luigi hintergehen? Die Antwort lautet ja. Und wir kriegen, wie immer, massiv Geld für unsere Aktion. Tja, beobachten wir doch erstmal alles so ein bisschen. Sieh mal, Luigi, eine Tür. Moment, da ist doch gar kein Drehrad, mit dem man sie öffnen könnte. Ah, tatsächlich. Aha. Da sind jetzt zwei Klappen aufgegangen. Kann man vielleicht den Toad da hochschießen? Also meine erste Theorie ist jetzt, dass man den Toad einfach irgendwie da hochballern kann und dann hilft er uns vielleicht ein bisschen. Wir schießen den erstmal hier hoch. Ah, oh, es tut mir leid. Tatsächlich über Bande kann man den schießen. Da kommst du wieder runter. Sehr freundlich von dir. Es tut mir jetzt auch leid, kleiner Toad, dass ich dich die ganze Zeit gegen die Wände schießen muss, aber was anderes bleibt mir nicht übrig. An der Tür fehlt doch irgendwas, Luigi. Da müsste man wohl ein Teil besorgen. Ja, ich weiß, Professor Geht, ich weiß doch auch schon, wo es ist. Vielleicht könnte dir der Toad helfen, danach zu suchen. Ja, ja, macht er doch schon. Da oben ist es doch. Hat er gerade gesagt, I'm the winner? Ja, du bist der Winner, mein Kleiner. Gehen wir vielleicht noch einmal mit Luigi hier durch. Ihr seht schon im Hintergrund eine Schatztruhe. Und natürlich wieder ordentlich Knete. Ja, was machen wir denn jetzt? Können wir das Rad hier aufheben? Kann ich das ansaugen? Ach, ansaugen kann man das. Na, dann schauen wir mal, ob wir das hier reparieren können oder diesen Mechanismus hier reparieren können. Luigi, setz das Drehrad in die Tür ein. Ja, mache ich ja. Und jetzt? Einfach nur drehen? Anscheinend ja. Und wir betreten ein weiteres Gebiet, wo offensichtlich ein Juwel versteckt ist. Schaut mal auf die Karte. Der sieht ja mal mysteriös aus, der Raum. Was ist denn mit der Spinne? Ah! Jetzt habe ich wieder Geld nicht gekriegt. Ah, ich habe wieder Geld hier runtersacken lassen. Naja. Sollen wir hier vorne die Wände sehen? So ein bisschen zerstörbar aus. Da können wir natürlich gleich mal schauen, ob wir da mit dem Toad vielleicht mal gegenschießen sollen, / wollen. Na, passiert da was? Nö. Okay, da hat er uns nicht weitergeholfen. Dann komm mal mit, mein Kleiner. Da vorne, das sieht so aus, als würden wir da...
zum Ausgang kommen. Jedenfalls interpretiere ich das Schild so. Was ist mit der Kiste? Ach, Moment. Moment. Diese Brücke hier, die sieht doch so ein bisschen so aus, als könnte man die drehen. Ja, ich glaube, die kann man auch drehen. Die Frage ist, wo ist denn der Mechanismus dafür? Ah, vielleicht hier unten irgendwo? Machen wir erst einmal wieder alles kaputt. Ihr kennt das ja, ne? Wir pömpeln erst einmal alles kaputt hier und schauen, ob wir noch mehr Knete sammeln können für unsere ganzen Juwelen und Buhu-Finder. Oh, hier hat offensichtlich jemand Picknick gemacht, glaube ich. Sieht so ein bisschen so aus, als hätte sich hier jemand hingesetzt, ne? Mit dem kleinen Teppich und mit den ganzen Sachen, die da drauf sind. Ah! Boah, unter dem Teppich ist hier auch noch Knete. Aber ansonsten ist der Raum relativ unspektakulär. Ja, teilweise gibt es ja hier Ziegel, die aus Gold sind. Wer kennt es nicht? Wer hat zu Hause nicht in seiner Wohnung Ziegel an der Wand aus Gold? Rich Kid Problems. Ah, jetzt läuft der Tod mir die ganze Zeit vor den Sauger. Das Problem hatten wir schon mal, erinnert ihr euch noch daran? Naja. Was ist das da im Hintergrund? Hey! War da nicht gerade ein Geist? Also ich erkenne da die Silhouette eines Geistes im Hintergrund. Achtet mal da drauf, also da, wo ich gerade hinleuchte. Ha. Kann man den irgendwie blitzen? Kann man den ansaugen? Nee, was ist denn mit den Farbeimern hier? Kann man die vielleicht dagegen klecksen? Ach, schau mal einen an! Ein Juwelengeist hat sich da versteckt! Und den saugen wir natürlich direkt ein. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt eigentlich... Ist das jetzt eigentlich schon das letzte Juwel hier auf der Etage? Ich meine ja. Also ich glaube, das ist das letzte Juwel, was wir hier kriegen können. Tatsächlich! Wasseranlage, Juwelen komplett. Ja, schön und gut. Aber wie kommen wir denn hier weiter? Das Kabel ist auf jeden Fall hier vorne mit der Brücke verbunden. Machen wir einfach mal die Wand hier kaputt. Ah! Okay. Da kann man vermutlich irgendwie mit diesem Mechanismus hier weiterkommen. Muss ich Toad vielleicht da oben draufstellen? Ich baller jetzt einfach mal Toad da drauf. Ja, sehr schön. Wir haben diese Apparatur hier freigelegt. Und ich denke mal, damit kann man wahrscheinlich oben die Brücke drehen. Dann lassen wir doch einfach mal Luigi hier unten. Und gehen mit unserem kleinen Toad-Freund nach oben und stellen uns auf diese Brücke drauf. Würde ich jedenfalls sagen, ist jetzt das, was Sinn macht, ne? Dass wir uns da mit transportieren lassen. So. Das sieht gut aus. Das sieht sogar sehr, sehr gut aus. Na komm. Dann wechseln wir mal hier rüber und schon sind wir an dieser Ausgangstür. Was machen wir denn jetzt mit der Schatztruhe da vorne? Tja, wie kommt man denn da rüber? Ach, Moment! Hier ist eine unsichtbare Brücke. Na, das ist ja easy. Dann können wir die Schatztruhe selbst öffnen und brauchen Toad gar nicht dafür. Und ja, jetzt haben wir aber, glaube ich, wirklich alles gesehen. Also geht's mal rein in die Tür. Ich hoffe, der Toad wird nachteleportiert. Ja, wird er aber. Was ist das jetzt hier, so ein Abwasserkanal? Luigi, ich weiß, dass das ein bisschen eklig ist, aber da musst du jetzt durch. Also komm in die Gänge. Ach, Professor Gitz. Müssen wir jetzt echt hier durchs Abwasser warten? Igitt. Also, Igitt in diesem Fall wortwörtlich, ne? Mein Igitt kennen wir ja noch, den alten Knacker. Aber in dem Fall ist es tatsächlich einfach nur ein Ausdruck des Ekels. Hier waren wir sogar schon hier unten. Als wir das erste Mal diesen Bereich hier betreten haben, waren wir hier unten schon einmal und haben uns hier umgeschaut. Was machen wir denn jetzt? Vielleicht hier durch? Ja, jetzt sind wir unterhalb des Fahrstuhls. Ah. Oh. Eine sehr attraktive junge Dame in Form eines Mobs. Hallo. Ah, okay. Hat sich schon erledigt mit der Dame. Da ist sie direkt umgefallen.
Die war so beeindruckt von Luigis kecker Art. Da konnte sie einfach nichts mehr sagen und ist umgekippt. Ja, ich denke mal, wir können hier einfach nach oben. Nichtsdestotrotz sollten wir uns vielleicht noch ein bisschen umschauen. Vielleicht können wir hier noch irgendwas pöppeln oder so. Und vor allen Dingen, was ist hier mit dem Rohr? Es ist definitiv keine Röhre, in die Luigi rein kann. Das ist schon mal gut zu wissen. Ja, schießen wir erst einmal tot vielleicht da oben gegen den Mechanismus. Ah, da vorne. Haben wir schon mal eine Leiter nach oben. Was macht denn das Ventil hier? Bin mir trotzdem unsicher, warum das Ventil hier existiert. Also man kann das so ein bisschen verlangsamen hier. Kann man vielleicht den Toad in diese Öffnung schießen? Ich glaube ja, ja! Hey, na, hast du eine schöne Reise gehabt? Wir schicken den Toad hier einfach durch irgendwelche Röhren durch, aber naja, er wirkt nicht ganz so schlecht gelaunt, der Kleine. Na gut, dann sammeln wir hier die Perlen ein, die wir bekommen haben und dann geht's aber wirklich zurück zum Aufzug und ja, vermutlich... Erst einmal zurück in Professor Gitz Labor, glaube ich. Würde ich jetzt jedenfalls mal so raten, oder? Ja, also wir können den Aufzug rufen. Den Wüterich, der rechts im Raum steht, den lasse ich jetzt einfach mal da stehen. Oh, was ist jetzt los? Oh nö, mehr Geister! Was? Da haben sie sich von hinten an mich rangeschlichen. Gibt's doch gar nicht, die ganzen Knuddler. Hauptsache nur Knuddler und keine von diesen Werfern. Die Werfern finde ich noch ein bisschen nerviger. Das war die ganze Verteidigungslinie. Da kam aber nicht so ganz viel. Naja, okay, also jetzt aber wirklich rein in den Fahrstuhl. Und ja, auf die Ebene von Professor Gitt, das müsste ja B1 sein. Sehr schön. Ja, es ist wieder ganz kurz Zeit, Revue passieren zu lassen, alles, was wir erlebt haben. Wir waren jetzt noch einmal unten in B2. Leider haben wir uns die Strandbar gar nicht richtig angucken können. Und ja, war im Endeffekt ganz nett, dass man nochmal in diesem Bereich war und dass wir da auch das Juwel noch holen konnten, das fehlende. Wobei, ich das schade fand, dass wir jetzt da nochmal komplett im Kreis laufen mussten. Das war ein bisschen viel gelaufen, leider. Naja, aber jetzt nicht wirklich störend oder so. Dann gehen wir doch erst einmal zu Professor Gitt. Nein! Oh! Muss ich da schon wieder jemanden pöppeln? Willst du gepöppelt werden? Ah, jetzt! Wollte gerade sagen, jetzt funktioniert das Pöppeln auch schon nicht mehr. Ah, Moment, jetzt habe ich ihn. Ah, hier sind doch die ganzen Mini-Geister. Diese ganzen Mini-Schlingel. Oh, 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 Tod läuft mir immer vor den Sauger. Boah, was, 20 Schaden teilt der aus? Naja. Nichtsdestotrotz hat er nichts gegen uns zu sagen. Beziehungsweise er kann nichts gegen uns ausrichten und wir haben den Kampf erfolgreich geschafft. Dann gehen wir jetzt mal durch die Tür durch und wie schon gesagt, endlich mal zu Professor Gitz Labor. Luigi? Ah, Luigi, du bist zurück. Na los, gib mir das Material. Worauf wartest du denn? Und gib mir den Schreckweg Flu auch gleich. Na los doch. Ja. Oh. Hehe, darf ich um etwas Begeisterung bitten? Meine Modifikation des Schreckwerk-Flu sind abgeschlossen. Ja. Mit Hilfe der Supersaugkraft kann die Effizienz des Gerätes jetzt erheblich gesteigert werden. Hehehe. Leider steht diese Funktion nur zur Verfügung, wenn du das Gerät an eine Spezialsteckdose anschließt. Ein klitzekleiner Nachteil. Du wirst sicher auf einige der Spezialsteckdosen im Hotel stoßen. Wenn du eine findest, probier mal aus, wie gewaltig die Supersaugkraft ist. Apropos, hattest du nicht erwähnt, dass dir ein Schiff den Zugang zur Strandbar versperrt hat, Luigi? In Anbetracht von Supersaugkraft wäre es sicher nicht mehr ganz so unüberwindbar. Geh dorthin zurück und suche nach einer Spezialsteckdose. Na dann,
machen wir das doch einfach mal auf direktem Wege. Also wir haben unseren kleinen Todkümpel gerettet. Und ja, dann schauen wir doch mal, ob wir mit dieser super Saugkraft irgendwie ein bisschen weiterkommen. Vor allen Dingen ist jetzt natürlich die Frage, gibt es andere Etagen, auf denen man ebenfalls diese Supersaugkraft benutzen kann? Also gibt es irgendwo vielleicht Juwelen oder ähnliches, die man nur mit dieser Supersaugkraft kriegt? Könnte ich mir vorstellen, dass man so ein bisschen revisiten muss mit der neuen Fähigkeit. Aber finden wir ja alles noch irgendwann später raus, wenn wir uns in den Bonusparts spätestens die ganzen Etagen noch anschauen. Da sind wir wieder auf der Etage. So. Und nu? Wo war denn die Steckdose? Die war irgendwo links. Da vorne. Hey, inklusive Wireless Charging? Okay, was können wir denn... Nein, ist das mächtig. Schaut euch mal an, wie gigantisch das ist. Na, das nenne ich doch mal eine Supersaugkraft, oder? War das nicht mächtig? Alter Schwede. Boah, heftig. Moment, wobei mir jetzt gerade mal auffällt, kann man mit dieser Supersaugkraft noch ein bisschen weiter nach rechts gehen? Moment, wir benutzen das nochmal. Wir schauen mal, ob wir nach rechts irgendwie noch was kaputt machen können. Also kann man... Ah, nee, weitergehen kann man leider nicht. Okay, nee. Da kann man leider nichts Großartiges noch machen. Wobei, ich habe ein bisschen was vom Teppich weggesaugt. Fällt mir gerade mal so auf. Und wir haben hier so ein X freigelegt. Hä? Schau mal einen an! Das erste Juwel der Etage. Na gut, dass wir nochmal nachgeschaut haben. Okidoki. Ja, dann geht's jetzt endlich mal durch die Tür durch. Die wollten wir uns das letzte Mal ja schon anschauen. Eine riesige, riesige Höhle ist hier. Das gibt's ja gar nicht. Und die Musik im Hintergrund. Hört euch die mal an. Ist das nicht schön? So ein richtig schönes kleines Piratenthema haben wir hier. Na dann würde ich sagen, ihr kennt das ja schon. Wir pömpeln hier erst einmal alles, was wir nur pömpeln können. Und schauen mal, ob wir vielleicht irgendwelche Geheimnisse finden. Ah, ich meine, es ist eine Piratenhöhle, da wird es schon Geheimnisse geben. Unter anderem bei der Kiste direkt hier vorne. Ha, eine Kordel. Ach Quatsch. Und direkt das nächste Juwel. Wir haben schon Juwel Nummer 2 direkt bekommen. Na, das ging ja mal schnell. Was ist eigentlich mit dem anderen Raum hier? Mit der Theke. Also wir haben ja hier vorne noch so eine Rezeption, also hier rechts diesen Bereich. Da frage ich mich noch, wie man dahinter kommt. Da ist ja so eine kleine Fluigi-Röhre, aber wo ist denn der Eingang zu dieser Fluigi-Röhre? Ist das irgendwo auf der anderen Seite? Ha, da sollten wir auf jeden Fall auch ein bisschen genauer Ausschau halten noch. Ich meine, im Endeffekt können wir hier unten ja mal gucken, wenn wir hier so ein bisschen weiterlaufen. Also kann man hier nach vorne? Nee. Oder ich gehe mal mit Fluigi gegen den Bildschirm. Nö, auch nicht. Ha. Das ist tatsächlich jetzt noch ein Mysterium. Keine Ahnung, wie man das macht oder wie man da hinkommen soll. Konzentrieren wir uns erst einmal weiter auf das Zerstören von nahezu allem. Ah! Erstmal wegpömpeln hier. Das gibt's doch gar nicht. Die sind ganz schön aggressiv, die Fledermäuse. Boah, jetzt habe ich glücklicherweise die letzte auch noch erwischt. Die wollte mich gerade schon wieder angreifen. Ich habe es schon gesehen. Die war schon kurz davor, mir wieder einen Schlag zu verpassen.
Naja. Was sind das hier? Kokosnüsse? Nee, Kürbisse. Kürbisse? Nee, Kokosnüsse. Doch, es sind Kokosnüsse. Ha. Hier ist sogar so ein Spawner für Kokosnüsse. Also ich denke mal, die werden wahrscheinlich irgendeine Bewandtnis haben. Wahrscheinlich kann man damit irgendwas abschießen. Die Frage ist, was? Also wofür ist das da? Wenn es hier einen Spawner gibt, dann muss das irgendeinen Zweck haben. Also es muss irgendeinen Zweck erfüllen, das Ganze. Ha, sehr, sehr seltsam. Ja, gegen die Kiste könnten wir schießen, natürlich. Ha. Naja, konzentrieren wir uns erst einmal vielleicht doch nochmal aufs weitere Absaugen. Oh nein! Oh, 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 oh! Mann, 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 Mann! Okay. Da werde ich jetzt einfach wieder Fluigi opfern. Das haben wir schon mal gemacht. Denn während die Kiste futtert, können wir sie erfolgreich mit der Düsterlampe anleuchten. Und damit haben wir die Mimikkiste besiegt. Und können noch ein bisschen mehr Geld einsacken. Sehr, sehr schön. Ja, das Mysterium der Kokosnüsse ist weiterhin nicht geklärt. Gehen wir mal einen Tacken weiter. Da vorne ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtig aussehende Tür. Ha. Glücklicherweise ist das Gebiet hier nicht ganz so groß. Also man kann sich hier sehr, sehr flott umschauen. Ich hätte jetzt ehrlicherweise erwartet... Was ist jetzt los? Der Mund von dem Kopf hier, von dem Schädel hat sich geöffnet. Wo war ich gerade? Ich wollte gerade sagen, ich habe irgendwie erwartet, dass man hier den Supersauger nochmal einsetzen muss. Ist offensichtlich gar nicht der Fall. Ha. Naja. Okay, ich denke mal, haben wir genug gesucht. Gehen wir einfach mal durch die Tür hier durch und lassen uns überraschen, wo wir als nächstes hinkommen. Aha. Ein Schiff im Hintergrund? Ein ganzes Meer oder was ist hier mitten im Hotelzimmer? Wobei man sieht im Hintergrund, die Wand ist nur angemalt. Ist so ein bisschen wie bei der Truman Show, falls jemand den Film kennt. Ja, klingeln wir einfach mal an der Glocke hier. Und anhand des Totenschädels kann man schon raten, dass man vermutlich einen Boss treffen wird hier auf diesem Schiff. Ja, dann gehen wir doch einfach mal drauf und lassen uns überraschen, was da kommt. Jetzt hoffe ich natürlich irgendwas Cooles. Oh, direkt die nächste Zwischensequenz schon. Da vorne ist der nächste Toad. Und ich denke, das ist wahrscheinlich unser Boss. Der Haifisch mit der 13 als Auge. Manometer. Der bewegt sich irgendwie auf dem Boden, aber... Was muss man denn jetzt hier machen? Muss man diese Fässer vielleicht in seinen Mund reinschleudern? Ich schätze mal, wahrscheinlich muss man die Fässer in den Mund reinschießen. Beziehungsweise schleudern. Probieren wir das einfach mal aus. Also die Geister bewerfen uns ja mit den Fässern. Was? Nein, jetzt haben sie mich getroffen. Oh! Alter Schwede, macht der viel Schaden. Okay, das könnte ein interessanter Kampf werden. Da werde ich wahrscheinlich wieder viele, viele Leben irgendwie... Ah! Das war ein Treffer schon. Da werde ich viele Leben lassen, wollte ich gerade sagen. Ah! Nein! Oh, nein! Oh, wir sind schon fast tot.
Oh, da ist wieder diese nervige Herzklopfmelodie. Okay, okay, einfach konzentrieren. Die Fässer explodieren leider nur nach einer gewissen Zeit. Ich hoffe, ich kann noch einen Treffer landen. Aua! Was? Oh, ist das schwer. Ich muss auf jeden Fall ein bisschen den Moment abpassen hier. Aber man kriegt aber relativ viele Herzchen. Man kriegt relativ viele Herzchen, glücklicherweise. Oh, jetzt habe ich überreagiert. Ich habe zu früh losgelassen. Oh, okay, okay, okay. Bisschen konzentrieren. Bisschen konzentrieren, ausweichen und schießen. Komm schon. Ja, nächster Treffer. Ist das das Einzige, was man machen muss? Muss man immer nur die Fässer da reinwerfen? Oh nein, ich bin schon wieder in seinem Maul. Oh, 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 oh. 74 Leben haben wir noch. Ich hoffe, wir kriegen zwischendurch noch mal ein paar. Ah, nächster Treffer. Oh, und wir haben ihn freigelegt. Da vorne ist er, der Haifisch. Oh, hat er alles ausgehustet. Na? Oh, wir können ihn aber nicht treffen. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen ausweichen. Also offensichtlich kann er blocken mit seiner Augenklappe. Schau mal einen an. Das war's. Wir können den ersten Treffer landen. Ihr habt's gesehen. Er hat einfach nur seinen Haken in den Boden Okay, okay, okay. 100 HP haben wir ihm abgezogen. Ach, jetzt muss man das Ganze nochmal machen. Na gut, immerhin ist der Kampf jetzt nicht so ganz kompliziert. Und ich möchte betonen, dass der Kampf nicht so furchtbar ist wie der Quietsche-Entchen-Kampf gegen den Techniker. Das ist wirklich mein absoluter Hasskampf aus dem gesamten Spiel bis jetzt. Also der Techniker, nee. Das war einfach nicht meins. Da war ich irgendwie zu schlecht für. So, kommst du jetzt auf mich zu oder nicht? Komm schon! Was? Ich hab das fast doch gegen ihn geschossen. Das hat jetzt nicht gezählt gerade. Komm schon, roll auf mich zu. Los. Oh, 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 oh. Wir sind wieder in seinem Maul. Manometer. Das ist wieder ein Kampf voller Adrenalin. Ah, das kann doch gar nicht wahr sein, dass ich das nicht mehr schaffe. Jetzt könnte ich aber langsam mal wieder einen Treffer landen. Oh, schon wieder zu spät. Ja, ich muss mir eigentlich hier so ein Fass aufbewahren. Die Frage ist... Ah, Moment, das könnte ein gutes Fass sein. Ja, 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 das ist ein gutes Fass. Und nächster Treffer. Also ich denke mal, wahrscheinlich muss ich noch einen Treffer landen. Damit er dann wieder... oh, damit er dann wieder befreit ist, beziehungsweise sich wieder zeigt. Na komm schon. Greif mich an. Ja, nächster Treffer! Okay, 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 da ist er. Jetzt heißt es wieder seinen Angriffen ausweichen. Na komm schon! Ja, du kannst mir aufschlitzen, wie du willst. Oder es zumindest probieren, ich weiche trotzdem aus. Da kommen sie jetzt oder nicht? Ja, das war's! Also, nächster Treffer für uns. Dann werden wir jetzt mal versuchen, ihn ein bisschen zu smashen auch noch, wenn wir schon mal dabei sind. Also, komm schon! Oh, okay, man kann maximal 100 abziehen immer. Leute, 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 ich glaube, der ist noch ein bisschen wütender geworden. Was ist denn jetzt los? Der ist ja gigantisch groß. Was müssen wir hier machen? Können wir uns da festhalten vielleicht? Oh, okay, da kann man sich festhalten. Okay, Schwein gehabt. Glücklicherweise. Ja, und jetzt? Ja, wahrscheinlich wieder so eine Fässergeschichte, ne? Ja, 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 jetzt muss man dasselbe nochmal machen. Nur diesmal ist das Ganze ein bisschen anders aufgebaut, aber prinzipiell... Prinzipiell ist es immer noch identisch. Also los! Futter noch ein Fass! Gut, 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 das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Oh nein, ein bisschen zu spät. Okay, ich nehme jetzt das Fass hier vorne. Kann doch gar nicht wahr sein, dass ich immer so lahmarschig bin. Jetzt aber, Treffer! Komm schon, ja!
Und? Ist er jetzt freigelegt? Oh, oh, nein, nein, nein. Er macht nochmal diese Geschichte. Okay, wir halten uns wieder fest an dieser Vorrichtung oben. Manometer, was für ein spannender Kampf, oder? Ist das spannend? Vor allen Dingen ist das so krass inszeniert. Das ist so ein cooler Fight. Gut, erster Treffer. Zweiter Treffer, könnte das direkt schon werden? Ja, ich werde auf jeden Fall besser da drin. Na komm schon! Und dritter Treffer! Da ist er wieder, da ist er wieder! Okay, wir haben ihn befreit, beziehungsweise wir haben ihn besiegt, mehr oder weniger, in seiner großen, mächtigen Form. Da kommt sie jetzt oder nicht? Was? Was hat er denn jetzt gemacht? Jetzt ist er... Hallo? Jetzt geht er hier noch unter den Boden. Ah, jetzt hat er wieder sein normales Moveset. Okay, jetzt greift er uns wieder mit dem Haken an. Das ist eigentlich der wichtige Move. Ich werde jetzt einfach mal diesen Jump hier machen. Ah, okay. Mit dem Jump kann man ausweichen. Na komm schon, hake dich fest. Ja! Was? Das war kein Treffer. Nein, ich habe keinen Treffer gelandet. Ich habe es verhauen. Oh Mann, ich habe es verhauen. Ich hätte ihn ansaugen müssen. Ich habe es nicht geschafft. Komm schon. Mach nochmal den Angriff in den Boden. Nee, natürlich erst einmal dieser Quatsch wieder. Los, ich will dich einsaugen. Jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Okay, okay. Und jetzt smashen wir ihn endlich ins Beutelchen, wenn wir Glück haben. Das war's. Und als Belohnung winkt natürlich neben dem Toad ein weiterer Knopf für eine Etage. Und zwar für Etage 13. Hallo Polterpapi, da bist du ja mal wieder. Dich haben wir ja lange nicht gesehen. Na, sehr schön. Dann würde ich sagen, befreien wir jetzt einfach mal den Toad. Und ja, dann gehen wir zurück zum Aufzug. Und dann können wir uns wahrscheinlich auch schon auf die nächste Etage begeben. Und das Geld hier können wir auch noch einsammeln. Und ich würde sagen, das machen wir auch alles. Aber... Oh, was war das denn für ein Gegrummel? Aber erst im spannenden... Spannenden nächsten Part. Ja, ich höre mit einem Cliffhanger auf. Ich hoffe, das Kapitel hat euch gefallen, beziehungsweise der Part. Und ihr hattet Spaß. Sollte dem so sein, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen. Bis zum nächsten Part. Luigi's Mansion 3. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.